In der Höhe. In der Höhe. In der Höhe. In der Höhe. Dort in unendlicher Höhe liegt eine Stadt, die ich im Glauben oft sehe. Dort möchte ich sein, um auszuruhen, oh wie gern, wie gern, wie gern. Der Geist Gottes zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes, sie leuchtete wie ein Edelstein. Eine hohe und starke Mauer umgab die Stadt. Sie hatte 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. Auf jeder Seite, im Norden, Süden, Osten und Westen, gab es 3 Tore. Die Mauer ruhte auf 12 Grundsteinen. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken, das sind etwa 2200 Kilometer lang, breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt und verwendete dabei ein Maß, das auch wir Menschen gebrauchen. Sie war 144 Ellen hoch, das sind etwa 70 Meter, und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten in die verschiedensten Edelsteine. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht ist das Lamm. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen, sie stehen immer offen. Entnommen aus Offenbarung 21. Hier, oft ich müde schon werde und atme schwer auf dieser sündigen Erde, doch Tag für